Es war ein wunderschöner Wintertag. Und was noch schöner war, es waren Ferien. Wie jedes Jahr im Winter durfte Benny seinen Opa besuchen, der in einem kleinen Dorf in den Bergen wohnte. Benny hatte es so eilig, in den Schnee zu kommen, dass er überhaupt nicht ins Haus ging, sondern sofort mit seinen Freunden, dem kleinen Vogel Piri, dem Kater Fritz und Emma, der Ente, davonlief. Als Benny aber am späten Nachmittag noch immer nicht zurück war, ging Opa vor die Tür. Benny, rief er. Benny. Aber es kam keine Antwort. Hört wie immer nichts, brummte Opa und machte sich auf die Suche. Na komm schon, Benny, sagte Opa. Gleich wird es dunkel und morgen ist ja auch noch ein Tag. Da erst merkte Benny, dass er doch recht müde geworden war und hungrig dazu. Also ging er ohne zu murren mit Opa nach Hause. Vor dem Haus verabschiedete sich Piri von den anderen. Fritz und die Ente durften mit ins Haus. Wenn Mama wüsste, dass auch Emma mit ins Haus darf, die würde vielleicht schimpfen, dachte Benny und grinste. Als sie im Wohnzimmer waren, sagte Opa zu Benny, hier, schau mal, das habe ich für dich geschnitzt, während du draußen im Schnee getobt hast. Und er gab Benny ein wunderschönes Holzgewehr. Benny strahlte. Oh je, sagte Fritz. So wie ich das sehe, wird er das Ding sogar mit ins Bett nehmen. Nach dem Essen setzten sich Opa, Benny, Fritz und Emma gemütlich zusammen. Erzähl uns eine Geschichte, Opa, bettelte Benny. Bitte, letztes Jahr hast du das auch immer gemacht. Opa überlegte. Und weil es draußen schneite und stürmte, und der Wind an den Fensterläden rüttelte, dachte er, eine Gespenstergeschichte sei genau das Richtige. Die Geschichte war so gruselig, dass Emma schon nach kurzer Zeit zu zittern anfing. Aber auch Benny, der sich so schnell nicht fürchtete, begann sich unwohl zu fühlen. Als Opa dies merkte, sagte er schnell, aber in Wirklichkeit gibt es natürlich keine Gespenster. Es ist nur der Wind, der so heult. Und bevor ihr heute Nacht nicht schlafen könnt, fuhr Opa fort, machen wir lieber Schluss. Benny protestierte, aber Opa ließ sich nicht erweichen. Und das war auch gut so, denn als Benny endlich im Bett lag und der Wind immer stärker um das alte Haus tobte, dauerte es ganz schön lange, bis er eingeschlafen war. Im Dorf hatte es sich bereits herumgesprochen, dass Benny zu Besuch bei seinem Opa war. Bennys Freund Miko hatte sich sofort aufgemacht, ihn zu besuchen. Voller Freude rannte Benny ans Fenster. Ich komme gleich, rief er Miko zu. Ich muss nur noch meine Mütze und mein neues Gewehr finden. Da aber mischte sich Opa ein. Das Gewehr nimmst du besser nicht mit ins Dorf. Damit solltest du nur spielen, wenn du in der Nähe des Hauses bist. Aber warum denn? Fragte Benny. Naja, die anderen Kinder erschrecken sich vielleicht, wenn du mit einem Gewehr ankommst, sagte Opa. Ich lege es auf den Schrank, da geht es nicht verloren. Benny guckte enttäuscht. Wenn du nach Hause kommst, kriegst du es ja wieder, tröstete ihn Opa. Und jetzt seh zu, dass du zu Miko kommst. Aber das hätte er gar nicht zu sagen brauchen, denn Benny war schon draußen und machte sich mit Miko auf den Weg ins Dorf. Opa aber setzte sich in seinen Schaukelstuhl und war kurz darauf eingeschlafen.
Es war ein ungewöhnlich strenger Winter dieses Jahr. Selbst auf den Straßen lag Schnee. Kaum waren Benny und Miko im Dorf angekommen, kläffte ihnen auch schon Komo, Mikos Erzrivale, entgegen. Ich sehe schon, fauchte Komo. Du versuchst dich die nächsten Wochen wieder als Beschützer von Benny aufzuspielen. Du bist ja nur eifersüchtig. Benny lachte. Es war wirklich jedes Jahr dasselbe. Immer wenn er zu Besuch bei Opa war, konnten sich die beiden nicht ausstehen. Kommt alle her, ihr müsst alle herkommen, rief plötzlich Frau Müller, die Bäckersfrau. Alle guckten erstaunt. Ich habe einen Wolf heulen gehört. Es gibt wieder Wölfe hier. Unsinn, sagten die Jäger, die zufällig im Dorf waren. Es gibt hier schon seit 50 Jahren keine Wölfe mehr. Du hast dich getäuscht. Nein, sagte Frau Müller, es war bestimmt ein Wolf. Vor ein paar Tagen erst habe ich im Fernsehen eine Sendung über Wölfe gesehen. Die haben genauso geheult. Schaut nach, bitte. Wozu seid ihr Jäger? Und da die Jäger heute sowieso nichts zu tun hatten und sich etwas langweilten, sagten sie, na schön, nachschauen können wir ja. Los, Miko und Komo, ihr kommt mit, dann hört ihr wenigstens auf, euch zu streiten. Das ließen sich Miko und Komo natürlich nicht zweimal sagen und ohne sich von Benny zu verabschieden, rannten sie davon. Sie rasten so schnell, dass die Jäger richtig Mühe hatten, ihnen zu folgen. Benny hatte genug gehört und lief so schnell er konnte nach Hause. Er wollte Opa und seinen Freunden die Neuigkeit erzählen. Miko, Komo und die Jäger aber entfernten sich immer weiter vom Dorf. Doch kein Wolf war zu hören, geschweige denn zu sehen. Es hat keinen Sinn, weiterzugehen, meinten die Jäger. Frau Müller hat sich getäuscht. Hätte mich auch sehr gewundert. Wölfe sind in diesem Teil des Landes doch längst ausgestorben. Wir gehen nach Hause. Die Jäger drehten um und marschierten Richtung Dorf. Erschrocken blieben die Jäger stehen. Es gibt ihn doch, riefen sie. Los geht's! Miko und Komo rannten los, immer dem Heulen nach. Plötzlich aber befanden sie sich am Rande einer tiefen Schlucht. Die Hunde blieben stehen. Über diesen großen Spalt zu springen, das trauten sie sich nun doch nicht. Das sahen auch die Jäger ein. Komm zurück, riefen sie, auch wenn der Wolf über die Schlucht springen kann. Für euch ist das zu gefährlich. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Müde und enttäuscht trotteten Miko und Komo zu den Jägern zurück. Zu Hause erzählte Benny, Opa ganz aufgeregt, dass Frau Müller einen Wolf gehört hatte. Hm, meinte dieser. Kann schon sein, dass es hier wieder Wölfe gibt. Obwohl, als ich das letzte Mal einen gehört habe, war ich etwa so alt, wie du jetzt bist. Aber wir hatten ja schon lange keinen so strengen Winter mehr. Vielleicht finden sie dort, wohin sie sich zurückgezogen haben, nichts mehr zu fressen. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Darf ich trotzdem nach draußen und Piri, Fritz und Emma alles erzählen? Fragte Benny. Ja, natürlich, aber geh nicht so weit vom Haus weg. Ich komme gleich nach, sagte Opa. Benny schnappte sich sein Holzgewehr und machte sich auf die Suche nach seinen Freunden. Komm her, Emma, rief Benny. Warum hast du denn dein Gewehr mit? Fragte Emma. Das werde ich dir erzählen, wenn wir die anderen gefunden haben, antwortete Benny. Warum erst dann? Wunderte sich Emma. Ist etwas passiert? Aber Benny gab ihr keine Antwort. Piri hatte die beiden gehört und kam angeflogen. Das gibt's doch nicht, zwitscherte sie. Da hat sich Emma doch tatsächlich hinterm Ofen hervorgetraut. Unsinn, quakte Emma. Ich bin schon seit Stunden draußen. Hört auf zu streiten, ihr beiden, sagte Benny. Ich muss euch nämlich was Wichtiges erzählen. Aber erst, wenn wir Fritz gefunden haben, sonst muss ich alles zweimal sagen.
Na schön, sagte Piri, aber Fritz ist heute gar nicht gut drauf. Ich weiß nicht, ob wir den noch sehen. Fritz hatte nämlich an diesem Tag kaum etwas gefressen und schlich hungrig durch den Wald. Benny hatte es mittlerweile aufgegeben, nach Fritz zu suchen und erzählte Emma und Piri, was er im Dorf gehört hatte. Auch Fritz hatte die Geduld verloren und beschloss, die Jagd nach Mäusen an diesem Tag aufzugeben. Da entdeckte er die Freunde. Wenn ich schon nichts zu fressen kriege, dachte er, dann will ich wenigstens ein bisschen Spaß haben. Ich werde die drei erschrecken. Lass das, schimpfte der Vogel. Penny lachte. Um uns zu erschrecken, musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Piri aber war noch immer empört. Ich sagte ja, der ist heute schräg drauf. Er ist zwar mein Freund, aber bei einem Kater weiß man ja nie. Jetzt beruhigt euch wieder, meinte Benny. Fritz hat es ja nicht böse gemeint. Ich schlage vor, wir gehen alle zusammen ins Dorf. Vielleicht haben sie den Wolf ja schon gefangen. Welchen Wolf? Fragte Fritz. Und auf dem Weg ins Dorf erzählte Benny auch Fritz die Geschichte von der Bäckersfrau und dem Wolf. Inzwischen war Opa aus dem Haus gekommen. Er schaute sich um. Da entdeckte er sie ganz klein am Horizont. Ich habe Benny doch gesagt, er soll nicht so weit weggehen, brummte er und stapfte durch den Schnee. Benny! 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 Ihr sollt doch auf mich warten! Ein alter Mann ist ja schließlich keine Eisenbahn, sagte er. Aber wir wollten doch nur ins Dorf, verteidigte sich Benny. Wir wollen doch wissen, ob Miko und Komo den Wolf gefangen haben. Wenn das so ist, meinte Opa, das würde mich natürlich auch interessieren. Und zusammen gingen sie weiter. Jäger, Miko und Komo waren erst einige Minuten vor ihnen im Dorf eingetroffen. Und, fragte Benny, habt ihr den Wolf gefunden? Gefunden schon, sagte Miko, aber dann sprang er über eine Schlucht. Und die war so tief, dass die Jäger nicht wollten, dass wir drüber springen, ergänzte Komo. Hätten wir aber geschafft. Vielleicht, sagten die Jäger, aber das Risiko war zu groß. Miko und Komo hätten sich verletzen können. Bleibt heute Nacht alle zu Hause, sagten sie zu den Leuten. Morgen früh suchen wir weiter. In kürzester Zeit war der Platz menschenleer. Auch Opa, Benny und seine Freunde machten sich auf den Rückweg. Gemeinsam überlegten Benny und Opa, was zu tun sei, wenn der Wolf in die Nähe des Hauses käme. Und sie hatten auch eine Idee. Am nächsten Morgen gingen Benny und Opa gleich nach dem Frühstück nach draußen. Gibt es was Neues? Fragte Piri gespannt. Ja, rief Benny, Opa baut eine Falle für den Wolf. Und das geht so, sagte Opa. Ich schaufle ein tiefes Loch und über das Loch spanne ich ein Netz. Und damit keiner das Netz sieht, schippe ich wieder etwas Schnee darüber. Und wenn der Wolf da drüber läuft, gibt der Schnee nach und er fällt ins Loch. Und wenn der Wolf nicht drüber läuft? Ganz einfach, freute sich Benny. Du lockst den Wolf zu Emma, weil der Wolf frisst vielleicht gerne Enten. Und dann lockt ihn Emma zur Falle. Emma ist ja leicht, die kann drüber laufen, aber der Wolf ist schwer und bricht bestimmt ein. Na ja, meinte Emma, wenn Opa dabei ist, kann vielleicht nichts passieren. Also schön, ich mache mit. Los, Piri, flieg los. Ich kann den Wolf schon hören, rief Benny. Und tatsächlich, der Wolf war schon ziemlich nah an Opas Haus gekommen. Und er hatte einen riesigen Hunger. Der Wolf heulte so laut, dass Piri nicht lange suchen musste. Sie hatte ihn schnell gefunden. Verabredet schwamm Emma auf dem Teich. Entenbraten, sagte der Wolf und leckte sich das Maul. Jetzt, Emma, rief Piri, lauf los! Und Emma watschelte los.
Nicht umdrehen, der Wolf darf nicht merken, dass du ihn entdeckt hast. Keine Angst, Emma, rief Benny. Opa passt ganz bestimmt auf. Hoffentlich, lachte Emma, denn sie hörte den Wolf bereits hinter sich keuchen. Selbst Fritz, der sonst immer so cool tat, zitterte. Nur noch wenige Meter, dachte Emma. Und genau in dem Moment, als der Wolf lossprang, um sie sich zu schnappen, plumpste der Wolf in das Loch. Auch die Jäger hatten sich an diesem Morgen auf die Suche nach dem Wolf gemacht. Sie waren noch nicht weit gekommen, da hörten sie ihn heulen. Schnell, riefen sie, er kann nicht weit sein. Als sie Benny sahen, der inzwischen zu Fritz auf den Baum geklettert war, riefen sie, keine Angst, Benny, wir helfen euch. Ihr müsst uns nicht helfen, sagte Benny. Piri, Emma und Opa haben den Wolf in eine Falle gelockt. Er ist dort unten. Die Jäger staunten. In dem Moment kam auch Opa angelaufen. Er war nämlich ins Haus gegangen, um die Jäger anzurufen. Sie sollten den Wolf aus der Falle holen. Aber das war ja jetzt nicht mehr nötig. Als Opa die Jäger erreichte, hatten sie den Wolf bereits gefesselt. Die Jäger schimpften mit Opa. Wie konntest du nur den Wolf alleine fangen? Das war doch viel zu gefährlich. Aber Spaß hat es gemacht, behauptete Opa. Und gefährlich war es eigentlich nur für Emma. Aber die hat es gut überstanden. Jetzt freuten sich auch die Jäger. Auf ins Dorf, riefen sie und zogen los. Alle Leute kamen angerannt, auch Komo und Miko. Immer wieder mussten Opa und Benny ihr Abenteuer erzählen. Und weil jetzt niemand mehr Angst vor dem Wolf haben musste, feierte das ganze Dorf ein großes Fest.